Südflorida ist weltweit eine der größten Schnittsteller des internationalen Handels. Es befindet sich in einer strategisch optimalen Position zwischen Kanada und Südamerika, Europa und den pazifischen Randgebieten. Fast 1200 multinationale Unternehmen nennen die Countys Miami-Dade, Broward und Palm Beach ihr Zuhause. Diese Firmen profitieren von einer der hochentwickelsten und internationalsten Infrastrukturen der Welt. Dank folgender Gegebenheiten strömen Unternehmen der bedeutendsten Industriezweige nach Südflorida. Geeignete US- und internationale Flugbehandlung, Seehäfen, Freihandelszonen und multimodale Frachttransporte. Ein moderner Knotenpunkt für Internet und Telekommunikation. Qualifizierte, multikulturelle und vielsprachige Arbeitskräfte, internationale Konsulate, Gewerbeämter und binationale Handelskammern. Ein stabiles und sehr vorteilhaftes Steuerumfeld, eine auf allen Ebenen unternehmensfreundliche Regierung. Südflorida ist mit 5,5 Millionen Einwohnern statistisch gesehen das siebtgrößte Ballungsgebiet der USA. Jeder, der ein Büro oder den Hauptsitz hier hat, profitiert mit seinen Unternehmen von all den gebotenen Vorteilen wie 3 internationalen Flughäfen. Miami International ist der größte internationale Flughafen für Luftfracht und der drittgrößte internationale Passagierflughafen in den Vereinigten Staaten. Zusätzlich verzeichnen die Flughäfen Fort Lauderdale Hollywood und Palm Beach International täglich hunderte nationale und internationale Flüge. 3 internationalen Seehäfen, das sechstgrößte Frachtgebiet in den USA, den 5 größten Tier, 1 NAP Network Access Point auf der Welt. Es ermöglicht die schnellsten und komplexesten Internet- und Datenverbindungen zwischen Amerika und Europa. Eine der wichtigsten Schätze, die Südflorida besitzt, sind seine Menschen. Menschen aus der ganzen Welt haben Florida zu ihrem Zuhause gemacht. Es werden in der Region über 100 Sprachen gesprochen. Viele Berufstätige in den Bereichen Jura, Finanzwesen, Wirtschaft, Medizin, Wissenschaft und verarbeitende Industrie sind dafür spezialisiert, mit anderen Kulturen Geschäfte zu machen. Unsere Arbeitskräfte werden an hiesigen örtlichen Schulen und Universitäten hervorragend ausgebildet. 7 Highschools aus Südflorida wurden in die Top 100 des gesamten Landes eingestuft. Besondere Ausbildungsprogramme wie Magnet, die auf spezielle Berufe abzielen, sind in allen 3 Countys zu finden. Jedes County ist ebenso für seine Elite-Universität bekannt. Alles in allem zählt Südflorida in jedem Jahr über 350.000 Studenten. Die Geschäftswelt der Region ist in die Entwicklung der Studienhalter auf allen Gebieten involviert, was dazu führt, dass die Studenten auf die Jobs der Zukunft optimal vorbereitet sind. Fast jeder Geschäftsbereich in Südflorida floriert von regionalen und internationalen Standorten zu Forschungs- und Entwicklungsinstituten. Südflorida ist bezüglich der Unternehmungskosten in höchstem Maße wettbewerbsfähig, da die Region über ein niedriges Steuerniveau verfügt. Es gibt keine staatlichen oder kommunale Einkommensteuer. Die staatliche Unternehmungssteuer ist auf einem niedrigen Niveau von 5,5% angesiedelt. Die Vermögenssteuer gehört zu den niedrigsten unter den größten US-amerikanischen Ballungsgebieten. Südflorida verfügt über eine Luft- und Raumfahrtindustrie, die mehrere Milliarden Dollar schwer ist und die nächste Generation der NASA-Antriebsraketen entwickelt und konstruiert hat, neue Piloten ausgebildet und Verkehrsflugzeuge wartet. Südflorida ist ein wichtiges Zentrum für Dienstleistungsfirmen im beruflichen und gewerblichen Bereich, die sowohl die regionalen als auch die internationalen Märkte bedienen. Ein großes Plus sind die breit gefächerten multilingualen Arbeitskräfte der Region, die Unternehmen dabei helfen, unterschiedliche Bevölkerungen, Kulturen und weltweite wirtschaftliche Rahmenbedingungen miteinander zu verbinden.
Einige der weltweit kreativsten Köpfe und Unternehmen befinden sich in Südflorida. Film-, Fernseh- und Produktionsgesellschaften, einige der begabtesten Video- und Spielentwickler und Musikgiganten sind in Südflorida beheimatet. Südflorida ist eines der größten amerikanischen Finanzzentren mit Fokus auf internationale Bankgeschäfte, die Vermögensverwaltung, Handelsfinanzierung und Versicherungsdienste. Mehr als 70 Banken aus Kanada, Europa und dem Mittleren Osten, Asien und Lateinamerika haben Büros in der Region. Mit fast 6.000 Technologieunternehmen belegt Südflorida landesweit den 4. Platz bei den IT- und Telekommunikationsunternehmen. Südflorida ist seit mehr als 5 Jahrzehnten der Hauptknotenpunkt für den Waren- und Dienstleistungsvertrieb in ganz Amerika. Der Sektor der Biowissenschaften in Südflorida vergrößert sich rapide. Er ist im Norden verankert durch das Scripps Florida Institute, in Zentralflorida durch die Nova Southeastern Universität und im Süden durch die Miller School of Medicine der Universität von Miami. Die Lage mitten auf dem amerikanischen Kontinent macht aus Südflorida einen idealen Ort für Logistik- und Schifffahrtsunternehmen, um dort regionale und internationale Unternehmen zu etablieren. Ja, alle großen Schifffahrtsunternehmen und Speditionen sind in Südflorida aktiv. Südflorida ist nicht nur Sitz einer dynamischen Geschäftswelt, sondern auch Heimat einer weltweit äußerst begehrten Lebensqualität. Von Sandstränden über tolle Golfplätze, von Profisport zu erstklassigen Museen und Familienfestivals bietet Südflorida eine angenehme und attraktive Lebensqualität. Jedes der drei Countys verfügt über Kulturzentren, Konzerteinrichtungen und Sportarenen von erstklassiger Qualität. Profisport ist eine Spezialität der Region. Südflorida ist Ausrichter von großen nationalen und internationalen Sportveranstaltungen. Aber vor allem besteht Südflorida aus drei Countys, die alle ihre eigenen örtlichen Gegebenheiten, ihr eigenes Gefühl für Geschwindigkeit, ihr eigenes Lebensgefühl haben. Südflorida kann auch Ihre weltweite Geschäftsverbindung sein. Rufen Sie einfach entweder den bekannten Beacon Council in Miami-Dade County, die Broward Alliance in Broward County oder das Business Development Board in Palm Beach County an. Alle werden gerne dafür sorgen, dass sie richtig verbunden sind.